Willkommen zu unserer Road to F1 24, heute das letzte Mal in F1 23, was soll ich euch sagen, ein Game, das ich kaum öfter gespielt habe als dieses, gibt es nicht, denn das war tatsächlich mein absolutes Lieblingsgame und es wird auch schwierig für Formel 1 24 da dran zu kommen, so viele Spielstunden wie in diesem Game hatte ich in keinem anderen Formel 1 und ja auch generell, ich war kein großer Freund von F1 World, das muss ich auf jeden Fall zugeben. Denn F1 World war an sich grottig. Ich mochte dieses komplette Konzept nicht. Es war cool, dass man sich die Deliveries und so weiter erfahren kann. Aber generell diesen World-Modus und auch dieses Compendium und so, nö, habe ich nicht gewollt. Jetzt gucken wir mal rein. Es gab World-Autos natürlich, F2 23, 22, aber nichts nichts Spektakuläres. Deswegen blicke ich gleich mal mit euch auf die F1 24 Season. Und da gibt es tatsächlich nicht nur eines, sondern gleich zwei neue Strecken. Wir haben nämlich hier mit Katar und natürlich mit Las Vegas gleich zwei geniale Strecken, die ich tatsächlich in mein Herz aufgenommen habe. Denn das sind wirklich beides sehr, sehr tolle Strecken. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es tatsächlich ganz, ganz schwierig. Denn beide Strecken sind ganz cool. Max Verstappen hier mit Sergio Perez natürlich auch wie in diesem Jahr. Leclerc und Sainz. Dann haben wir Hamilton und Russell, ja, bei BBT ist Esteban und Gasly, das ist eh ganz Standard, bei McLaren, Lando und Oscar Piastri, ehrlich gesagt echt ein super Talent, muss man sagen, bei noch Alfa Romeo oder auch Sauber haben wir Guanyu Bottas, Alonso und Strolly Boy, dann hier bei Haas Magnussen und Hulk, die Kombi mag ich gar nicht, dann haben wir Yuki Tsunoda, bei Alfa Tauri und auch Daniel Ricciardo, aber warten wir mal ab, wie lange noch, eigentlich gab es auch Nick de Vries natürlich und hier Albon und Sargent. Ich habe mich schon länger für einen entschieden, denn ich durfte nie mit dem Weltmeister fahren, ich werde mit Max Verstappen fahren, dem amtierenden Weltmeister in Las Vegas. Und hier sind wir nun, das erste Mal, dass es eine so geniale Strecke in den Kalender geschafft hat und das ist Las Vegas. Was für eine coole Kulisse, was für eine perfekte Kulisse vor allem und ja, generell eine sehr, sehr schöne, würde man sagen, fightwürdige Strecke, denn es gibt wirklich nicht viele Strecken, wo man sagen kann, hier kannst du fighten. Das ist tatsächlich in Las Vegas 6,1 Kilometer, 17 Kurven, 2 DRS-Zonen und generell eine ewig lange Geraden, wo du dich auch deinen Gegner ansaugen kannst, wo du dann auch wieder vorbeikommen kannst und generell super tolle Strecke. Wir blicken mal drauf, wo ich mit Verstappen starten werde. Ach ja, das letzte Mal hier ist eine Last to First, weil ich wusste, dass Verstappen weit vorne starten wird. Also gucken wir mal eher, wie die Startaufstellung ist. Norris und Perez, 44.000stel, das ist gar nichts auf dieser Strecke, muss ich echt sagen. Tolles Qualifying muss das gewesen sein. Ich habe nach der ersten Kurve beendet. Leclerc und Hamilton, auf 5 dann Alonso und Oscar Piastri. Das ist natürlich auch noch realistisch. Sainz und Russell. Dann haben wir Pierre Gasly und Esteban Ocon, die Traktor-Gang, Albon und Zhou. Dann Hülkenberg und Yuki Tsunoda. Hülkenberg wieder ein tolles Qualifying, Magnussen und Stroll. Auf der 17 haben wir Bottas und Sargent. Sargent einfach mal nicht letzter, das ist eine Überraschung. Ricardo und ich mit Max Verstappen, aber auch keine Zeit gefahren. Ich denke mal, sonst hätten wir auch eine gute, ja, würde ich mal sagen, Startposition bekommen. Wir sind auf KI-Stufe 95 unterwegs, sind Selbstschalten, Selbstbremsen, Traktionskontrolle, Mittel. Und ich würde mal sagen, Road to F1 24 hier in F1 23. Let's go! Wir kommen sehr gut vom Startfleck weg, ist immer noch ein bisschen irritierend, dass man hier aus der letzten Kurve startet. Es ist ganz, ganz eng, wird es tatsächlich in Turn 1 werden. Ich bremse hier sehr spät, aber finde gerade noch so eine Lücke. Wir übernehmen den 12. Platz hier innen. Können wir auch an Albon? Ja gut, dann geh du mal wieder vorbei. Ich habe mich für den gelben Reifen entschieden und da fliege ich auch noch gleich den nächsten Platz gegen Guan Yu Zhou. Und noch einer, bitte, Mann, was soll denn das? Wie viele wollen denn da noch vorbei? Jetzt wird es tatsächlich ganz, ganz hart, da noch dran zu bleiben, aber die beiden hole ich mir. Da gibt es zwar einen Wheelbang, aber ich schaffe noch gerade so die Kurve irgendwie zu lenken. Wir sind wieder zurück auf dem 12. Platz. Wir haben schon mal 9 Plätze gut gemacht. 8 Plätze gut gemacht, das ist schon mal okay. Die Sphere hier links, auch coole Kugel. Und dann geht es hier Richtung das erste Mal ein bisschen durchatmen, denn der erste Sektor ist vermutlich auch der stressigste von der ganzen Strecke, denn wir haben hier tatsächlich eine lange Rechtskurve, die dann in der Links- und ja, in der Handelkurve endet und dann kannst du sowieso mal abschalten, weil nach dieser Kurve kommt mal eine halbe Minute, dreiviertel Minute gar nichts, außer Fullspeed und nicht den vor dir fahrenden drauffahren, würde ich mal sagen. Jetzt hier an Alexander Albon dran. Ist natürlich cool, wenn du von hinten starten darfst und auch dein Auto, nicht so wie bei Sepp gestern, dein Auto auch ein bisschen schneller ist. Wir sind hier in Runde Nummer 3, jetzt allerdings an Ferrari dran. Geht das Double Overtake hier
auf. Da lasse ich mal Ocon, Gasly wieder ziehen, denn das wäre unfair gewesen. Da gab es eine Berührung. Und ja, im Windschatten ist es eh schön. Denn wir können hier Richtung Turn 19, 20, sagen wir einfach mal Richtung letzter Kurve, können wir hier innen am Franzosen vorbeigehen und übernehmen hier immerhin mal den 7. Platz. Und was ist hier gerade los? Der 1. bis zum 6. Platz ist hier in der Schlange. Die fahren hier einfach hinterher. Was ist das? Das ist natürlich perfekt für eine Last-to-First-Challenge, wenn da keiner so richtig wegkommt und jeder irgendwie ja, eine Schlange bildet. Aber ich denke mal auch, dass das nur eine Momentaufnahme sein wird. Und da gibt es tatsächlich eine kleine Berührung mit Lewis Hamilton. Keinen Flügelschaden, glücklicherweise. Jetzt geht es in die Sphere-Kurve rein. Da kannst du auch nicht richtig überholen. Wir gehen hier mal mehr Schwung. Mit den gelben Reifen sollten wir auch mehr Traktion haben. Aber reinhalten will ich hier ohnehin nicht. Sonst mache ich so ein bisschen den Magnussen in Monaco. Und ja, auf der langen Geraden werden wir schon den einen oder anderen überholen können, denke ich mal jetzt. Aber die Kurve ist auch, die darf man nicht unterschätzen hier. Die zieht sich so lange und wenn du einmal nur falsch oder zu spät oder zu früh anlenkst, ja, hast du den Salat. Da haben wir den Salat. Ja, über den Abwehrser hinten gefahren. Das war natürlich eher so der Worst Move, den ich mir hier tatsächlich machen hätte können, denn somit habe ich mir den ganzen Schwung für die Geraden zusammengehauen. Immerhin können wir hier mit links ganz spät vorbei an Lewis Hamilton und übernehmen immerhin hier mal den 6. Platz. Und das in der 4. Runde. Ich darf nur nicht vergessen, dass wir natürlich nur 13 Runden haben. Das ist ganz, ganz wenig. An Alonso hier auch vorbei. Und jetzt geht der Zug hier wieder weiter. Dieser Train löst sich nicht gerade stark auf. Piastri, Leclerc, kann ich jetzt an Perez? Nein, das reicht noch nicht. Jetzt zieht wieder Alonso hier daneben vorbei. Und da wird es jetzt safe. Ganz, ganz eng. Ich rutsche hier gegen. Ja, da gab es aber tatsächlich eine Berührung, Leute. Das müssen wir uns angucken. Sodala. Da war einfach irgendjemand da und hat mich hier weggedreht. Ich gehe noch einmal hier in Turn 1 rein, da kommst du. Da ist wieder hinten wer reingefahren. So, letzte Kurve. Ich komme hier mit viel Schwung raus und jetzt sollte es hoffentlich klappen. Und da fährt mir der Aston Alonso hinten drauf. Was bist du denn für einer? Aber das war wahrscheinlich Karma für die letzten drei Respawns, die ich hier geused habe. Das war nicht gerade gut, aber es war immer wieder eine Berührung. Ich würde mal sagen, das müssen wir uns noch einmal genauer angucken. Denn hier Richtung Turn 1 war ich tatsächlich innen und ich war vorbei. Und ja, da kommt. Okay, er wird gesandwiched. Ja. Er wird gesandwiched von uns beiden Red Bull-Fahrern. Ich kann da nicht viel machen, aber Perez hat dann auch noch die Tür zugemacht. Und da bist du natürlich als innerster oder natürlich auch tatsächlich als mittlerer Fahrer ja quasi gebankt, tatsächlich. Jetzt nächster Stop Fernando Alonso. Und ich würde mal sagen, der Red Bull ist sau stark und sau schnell. Aber man muss dann schon noch ein bisschen was an Pace auch im Köcher haben, denn sonst wird das nichts werden. Jetzt sind wir im 7/10-Fenster. Hier will ich natürlich immerhin drin bleiben im DRS-Fenster, denn gegen Alonso kann ich mich sonst gar nicht behaupten und durchsetzen. Hier aus der Kurve raus und jetzt probieren wir, dass ich mal ein bisschen näher dran zu sorgen. Halbe Sekunde werden wir circa brauchen, um dann tatsächlich, ja, vielleicht den Angriff zu setzen. Er wird auch die Rest bekommen. Jetzt hier nur nicht gegen die Mauer ditchen. Doch, das reicht, Leute. Das war ein sehr, sehr toller Exit. Jetzt an Fernando Alonso hier dran. Wir saugen uns dran. Es geht immer näher an sein Heck. Wir kommen ganz, ganz nah dran. Aber, ja, dieses DRS ist natürlich eher semi-gut, denn somit kommen wir nur sporadisch mal dran. Doch er bremst hier früh und da wird es sehr turbulent. Der rattert da über den Innenkörper und fährt Piastri fast ins Auto rein. Und ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwie vorbeizugehen. Hoffentlich wollen die nicht in die Box rein. Jetzt kommt Perez auch noch hinter mir. Aber wer hat hier die größeren Eier? Mann, wo soll ich denn hin? Links einer, rechts einer und ich werde da irgendwie wieder gesandwiched. Perez quetscht sich hier irgendwie durch und der weiß bestimmt selbst nicht mal, wie er das gerade geschafft hat. Aber wir müssen hier wieder Fokus, Leute. 6. Runde mittlerweile, aber ein Tohuwabohu wie kein
anderer Mann. Das ist ein Wahnsinn, wie sich hier diese Positionen verändern. Das meine ich halt. Das ist Vegas. Jetzt gehen wir hier rein. Nein, geht nicht. Geht einfach nicht. Der hat zu gut abgedeckt. Das war Perez. Und der wird jetzt natürlich auch vom DRS stark profitieren. Und vor allem werden die Rotfahrenden... Mann, Perez hat die gleiche Strategie wie ich, bitte. Natürlich werden die Rotfahrenden jetzt auch die nächsten ein, zwei Runden an die Box kommen, denn 6 Runden ist eh eigentlich eine gute Leistung, wobei Las Vegas kaum als Reifenfresser bekannt ist. Hier bin ich tatsächlich viel besser rausgekommen als Checo, aber da kannst du halt auch nicht stark überholen, der macht hier wahrscheinlich Recharging und da müssen wir uns da hinten anstellen. Und jetzt guck dich das mal an, was macht dieser Idiot da? Der bremst aus der Kurve aus, da. Das ist wirklich... Das ist tatsächlich, das war nicht, gar nicht so dumm, dass er da jetzt mir ein bisschen den Schwung rausgenommen hat. Aber das ERS ist sowieso vorbei, also ich habe kein ERS mehr. Im Windschatten geht es jetzt hier mal an Perez dran, doch der hat da was vor. Guckt euch mal an, wie spät der Dude bremst. Wow, der hat so Eier. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn hier. Charles Leclerc, musst du eh nicht in die Box, doch. Puh, Perez hat unnormal große Eier, das ist ein Wahnsinn, das war ein Cojones-Manöver, das war echt nicht von dieser Welt, also da hätte ich mich nicht mal drauf halten trauen und dann macht er das nur mit einer ganz leichten Berührung, wir sind in der Box drin, Leute, es ist bereits Runde Nummer 10, Oscar Piastri war in der Box und wir werden nicht als Erster rauskommen, haben dafür die roten Reifen auch. Perez, ja Mann, ich bin gar nicht... Ja, dann fick dich, dann nehme ich gleich diese Verwarnung mit. Perez führt nicht den Grand Prix an, das ist wichtig, aber er ist Dritter. Das ist auch ganz eng, jetzt ist eine gelbe Flagge, Leute. Ein McLaren wird langsamer und es ist tatsächlich Oscar Piastri, der ist hier genau vor uns mit dem Motorschaden draußen. Bye, bye, Oscar, schade, wäre ein gutes Rennen gewesen, das kann uns aber jetzt nur... gut kommen, denn wir gewinnen dadurch einen Platz, ohne was zu machen. Jetzt also P5. 4 Leute noch überholen, ich will unbedingt den Win. Das würde so unser Rennen hier abschließen. Und alle, die sich mit Schumacher gewünscht hätten, ja, das kommt dann auch noch die nächsten Monate. Wir werden in Formel 1 24 da komplett neu durchstarten. Und wollt ihr wieder eine Audi-Karriere oder sollen wir was ganz anderes versuchen? Schreibt es in die Kommentare, welches Team ich in F1 23 nehmen soll. Jetzt hier durch. Wir kommen im Windschatten an Charles Leclerc dran. Es reicht mit DRS-Hilfe. Hier tatsächlich, ich muss das ERS nicht usen, aber ich nehme es doch ein bisschen. Um hier noch schneller an ihm vorbeizugehen. Denn ich habe so ein bisschen die Befürchtnis, wenn ich mir den Abstand zu Lando Norris angucke, dass der schon über 3 Sekunden weg ist. Das ist echt ganz, ganz krass. Perez hier auch einsam im Irgendwo. Den müssen wir jetzt mal sneaken. Dann haben wir immerhin mal das Podium. Das wünsche ich mir tatsächlich. Aus der letzten Kurve raus. So viel Schwung mitgenommen. Ich habe Lila im letzten Sekt, aber konnte natürlich kaum das ERS sparen. Es sind zwar harte Bremspunkte und auch im ersten Sektor braucht man kein ERS unbedingt, aber dann generell im zweiten ist es und natürlich auch im dritten ist es ganz, ganz schwierig, damit guten ERS-Management rauszukommen. Ein bisschen habe ich drauf gedrückt, das ERS hilft mir natürlich, zum Perez dran zu kommen und ich werde versuchen, so lange wie möglich hinter Checo zu bleiben. Vielleicht gibt er mir ja immerhin auf dieser langen Geraden das nötige DRS, um dann... Der Mauerteacher, kein Flügelschaden, glücklicherweise, um dann natürlich die extra PS zu fahren. Ich will hier reingehen, das funktioniert nicht. Perez hat das gecheckt und macht uns hier die Tür zu. Natürlich macht er uns die Tür zu, Mann. Jetzt grün im ersten Jahr, mit mir habe ich nicht gerechnet. Es wird für die schnellste Rennrunde reichen, aber es wird jetzt keine absolute Bangerrunde werden. Das kann ich auch versprechen. Aus der Hanada-Kurve raus hier. Wir kommen mit einem leichten Rutscher raus, aber ich habe so viel Speed mitgenommen. Ich darf zwar das ERS nicht usen, aber... Insgeheim hilft mir hier Perez tatsächlich zu meiner schnellsten Rennrunde, denn dank dem DRS kann ich mich hier ganz, ganz schön an den Mexikaner dran saugen. Er hat zwar auch DRS, aber ich habe natürlich den noch viel besseren Exit. Alonso, der Arme, wir machen hier nur über Overtake wie in Belgien damals. Der ist zwar keine Überrundung, ja und jetzt, Mann, jetzt halte ich hier drauf. Ähnlich wie Perez vorhin, nur noch ein bisschen aggressiver. Ich bin Verstappen, ich fühle es gerade so hardcore, Leute. Lando Norris, jetzt vor uns, der gibt uns auch noch Windschatten, die letzten paar Meter bis zur Ziellinie, ab zu Turn 1. Wir holen die schnellste Rennrunde, 1,2 Sekunden schneller und jetzt noch einen Overtake.
und 2 Runden sind noch over. Also knapper hätte es heute kaum ausgehen können. Wenn das die letzte Runde wäre, wäre das natürlich ein mega Schlagzeile. Hier komme ich mit viel mehr Schwung raus, natürlich auch die roten Reifen viel besser. Die gelben schon wieder über 6 Runden alt und wir sind hier tatsächlich Führender. Nach 12 Runden, wir sind aus der letzten Startreihe gestartet und das ist wirklich toll. Wir sind jetzt hier in der 13. Runde in der drittletzten Kurve und das sind wirklich die letzten Meter in F1-23. Ich habe hier tatsächlich vieles Gutes erlebt. Es geht durch die letzte Kurve durch und es ist überstanden, Leute. Das war F1-23. Ich habe viele Leute von euch hier dazu gewonnen. Ich möchte mich echt bedanken. Ich meine, die Siegerehrung ist jetzt mal trivial. Ich möchte mich echt bei euch bedanken. Wir sind so eine, ich würde mal sagen, große Community geworden, denn es sind wirklich hunderte Leute dazugekommen und nur dank euch haben wir hier wirklich einen großen, großen Andrang. Ich freue mich extrem auf alle, die auf TikTok, Insta und natürlich auch auf YouTube folgen. Es wird natürlich morgen noch kein Video kommen, ich werde mich mal reinfuchsen. Dann ab Mittwoch wird die My Team Season weitergehen. Mit welchem Team ist allerdings noch ein bisschen fraglich. Ich persönlich würde mit Audi weitergehen, aber ich werde da tatsächlich auf TikTok noch eine Abstimmung machen. Schaut gerne unbedingt dort vorbei. Und wie gesagt, wir haben hier über 6 Seasons in My Team gefahren. Eine fast gesamte Mick Schumacher Karriere. Das waren über 300 Rennen und ich bin fast jeden Tag dann noch auch eine 2-Spieler-Karriere mit meinem Bruder zusammen online gefahren. Also wenn ich es tatsächlich schätzen müsste, wären das tausende von Stunden und natürlich auch hunderte von Rennen, die ich tatsächlich hier gefahren habe. Es war ein sehr, sehr tolles Rennen, ein sehr, sehr tolles Game. Tatsächlich eines der coolsten, spannendsten und besten Spiele aller Zeiten. Und ich probiere auch noch so ein bisschen die Spielzeit herauszufinden. Ah, ich habe die Xbox. Egal. Ich weiß nicht. Also tatsächlich, das war echt eine Wahnsinnserfahrung, dieses Game. Auch dank euch. Es hat Spaß gemacht. Wir haben vieles erlebt. Wir haben gelacht. Vor allem auch verzweifelt und geweint und generell. Auch die Mega-Season natürlich unvergessen, wird es auch weitergehen. Ich weiß, in Monaco war ich ein bisschen sparsam, aber in Kanada wird es weitergehen. Vielen, vielen Dank für euren Support und ich hoffe, ihr seid auch in F1-24 übermorgen dabei. Morgen kommt die Recap. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich trotzdem später auf TikTok und Instagram wieder oder dann morgen wieder hier auf YouTube. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.